Hallo und herzlich willkommen bei Hiking Tours. Ich bin Patrick und heute mal aus Dietz an der Lahn möchte ich den Halfterweg gehen, der hier an der alten Lahnbrücke beginnt. Und ich habe für meinen Kanal natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und habe den allseits beliebten Ricardo wieder mit dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Hiking Tours. Wir möchten, wie gesagt, den Halfterweg gehen und der führt uns von Dietz bis nach Obernhof. Das ist gleich eine doppelte Premiere auf unserem Kanal. Zum einen die erste Streckenwanderung. Nicht wie bisher immer nur Rundwege. Und zusätzlich noch eine historische Route. Und was daran so historisch ist, das erzählen wir euch unterwegs. Bei strahlendem Sonnenschein, es wird dem Ricardo schon ein bisschen warm, sind wir durchs erste Dorf gekommen. Das war Heistenbach. Die erste Streckenwanderung auf unserem Kanal führt ja von Dietz nach Obernhof. Und eine Streckenwanderung hat ja immer den Nachteil, dass man irgendwie entweder vom Zielpunkt zum Startpunkt zurück muss, in den meisten Fällen. Genau. Das hat man bei der Rundwanderung nicht. Das macht es natürlich ein kleines Stück schwieriger, weil man ja immer wieder entweder ein Auto sich dahin stellen muss oder eine Zugfahrt. Oder eine Zugfahrt, genau. Übrigens, kaputte Fichten haben wir da hinten auch. Die gibt's doch überall. Auf dem Weg hierhin, wir sind jetzt von Obernhof nach Dietz mit dem Zug gefahren. Das Auto steht in Obernhof, da gehen wir jetzt zurück und dann können wir wieder zurückfahren. Ja, unterwegs mit dem Zug haben wir auch einige kaputte Fichten gesehen. Rundwanderungen haben es da einfacher. Dann kommen wir immer zum Startpunkt zurück. Es gibt aber auch lange Rundwanderwege, wie zum Beispiel den 66-Seen-Weg in Brandenburg. Wie lang ist der? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall 200, 300 Kilometer. Uff. Oder den Bodensee-Rundwanderweg, der einmal komplett um den Bodensee rund führt. Da ist man dann auch mehrere Tage unterwegs. Auch gut. Aber trotzdem kommt man danach ja wieder zum Startpunkt zurück. Und sofern man sein Auto gut abgeschlossen hat und kein Fachmann für Eigentumsübertragung da war, zu seinem Auto zurück. Oder zu dem Bahnhof, an dem man losgegangen ist. Nur bei der Streckenwanderung ist das nämlich etwas schwieriger. Eine Frage habe ich ja noch. Sollen wir die Reise bei Streckenwanderungen vom Start zum Zielpunkt oder vom Ziel zum Startpunkt mit ins Video reinnehmen? Das wäre jetzt bei unserem Fall die Zugfahrt von Obernhof nach Dietz. Auto steht ja in Obernhof und daraus fahren wir dann wieder zurück zu unseren Wohnungen. Schreibt es euch mal in die Kommentare, wenn euch das auch interessiert. Ricardo, was denkst du? Ja, kann man mal machen, aber muss eigentlich nicht immer sein.
denke ich, ist eine gute Möglichkeit. Ja. Nicht immer, nur wenn es irgendwie für die Wanderung interessant ist. Ja, ab und zu. Dass man dann kurz erzählt, wie wir da hingekommen sind. Oder kurz drüber spricht. Wir wandern jetzt weiter in Richtung, ich glaube, der nächste Ort ist Hirschberg. Zu unserer Linken ist die Wüstung Scheurenwiese. Wie man sieht, nur noch eine Wiese übrig. Wüstungen entstehen immer dann, wenn ein Dorf oder ein Hof verschwinden und diese Wiesen oder Felder übrig bleiben. Gibt es hier jede Menge in der Nähe. Hier im Westerwald auf jeden Fall. Ricardo, kannst du noch? Ja. Schön. Hier haben wir Raps, der schon verblüht ist. Den Berg, den man da hinten sieht, das ist der höchst mit 443 Meter. Da kommen wir dran vorbei. Hier haben wir den Herthasee vor uns und an Badetagen müssen wir hier eine Umgehung gehen. Allerdings weiß ich gar nicht, ob heute ein Badetag ist. Ich würde sagen, schauen wir mal nach. Wir mussten außen rum gehen, um den Herthasee. War Badebetrieb, was bei so einem Wetter natürlich nicht verwundert. Ricardo? Ja? War dein Glück, oder? Dass wir außen rumgegangen sind. Ja, warum? Tankstelle hatte ich gerettet. Ja, ja. Hat der Ricardo sich schon mal was zu trinken gekauft. Was hat der Halfterweg jetzt Historisches? Hier wurden die Pferde, die Schiffe, flussaufwärts vom Obernhof nach Dietz gezogen wurden, haben die Leute die Pferde genommen und sind hier lang gelaufen, anstatt an der Lahn zurückzulaufen, weil das eine Abkürzung ist und nicht so lang dauert. Genau. Früher, Ende des 16. Jahrhunderts, wurde an der Lahn der Leinpfad gebaut. Mit dem konnten dann die Schiffe mit den Pferden flussaufwärts gezogen werden, weil die ja keine Dieselmotoren hatten im 17., 18. und 19. Jahrhundert.
Und um die Pferde wieder zurückzubekommen, ist der Weg hier genommen worden, den wir hier gerade gehen, wie der Ricardo schon erzählt hat. Es ist eine Abkürzung. An der Lahn müssten sie 27 Kilometer zurückgehen. Den Weg, den wir hier gehen, sind 19 Kilometer. Macht 8 Kilometer weniger. Dafür einiges an Steigung. Nur gut. Die werden sich was bei gedacht haben, als sie das gemacht haben. Ja, 1926 ist das erste Motorboot. Motorbetriebene Frachtschiff in Diez angelegt. Und da hat sich das erledigt mit den Treidlern. Ja, heute auf der Lahn sowieso nur noch Sportboote unterwegs, Kanus, also noch Sportschifffahrt, keine Frachtschiffe mehr. Die werden alle entweder mit LKWs hauptsächlich oder Güterwaggons transportiert. Mit 19 Kilometern ist das die bisher längste Strecke auf unserem Kanal. Und Ricardo macht das sichtlich Spaß. Der würde gerne noch mehr gehen. Also wenn ihr wollt, dass Ricardo 30 Kilometer geht, demnächst, dann lasst einfach ein Like da. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Obernhof liegt vor uns. Da ist die Lahn. Das Ziel unserer Reise. Ich kann das Auto von hier oben sehen. Oh ja, ich sehe es auch. So, Ricardo. Dein Fazit zum Weg? Also ich fand den Weg ganz gut. Der hat sich stark verändert. Anfang noch eine Stadt, dann langsam die Wiesen rein. Dann in den Wald, die Höhe und jetzt die Weinberge. Wunderschön. Nur eins hat mich gestört bei dem Ausblick, das Gefühl. Weil du hast an mehreren Stellen gute Aussicht gehabt, sehr gut. Aber du hast halt meistens immer einen Straßenverkehr daneben gehabt. Und jetzt, wenn ein Auto dran vorbeigefahren ist, dann war es halt kacke. Ja. Aber an sich ganz guter Weg. Entsprechend lang und schön. Was ich so ein bisschen als negativ empfunden habe, war, dass der Weg zu einem Drittel geteert und zwei Drittel halt eben diese Wirtschaftswege waren. War zwar so in der Beschreibung des Weges enthalten, die Info, dennoch finde ich es als Wanderer eben schöner, wenn man schmale Pfade hat, die einen durch Berge und tolle Landschaften führen. Tolle Landschaften hat man ja auch. Ja, über Charlottenberg bin ich ein paar Runden mit der Drohne gedreht. Ich kann das verlinken hier im Video. Ansonsten, Ricardo. Ja, dann an dieser Stelle würde ich mich dann verabschieden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Eindruck vom Weg verschaffen mit dem Video. Losgegangen sind wir hier in Diez am Bahnhof. Und wenn man die Kilometer noch mit einrechnet, dann kommen wir schon auf 20 Kilometer. Also ab der alten Lahnbrücke hier waren es 18,5. Vom Bahnhof die Strecke aus natürlich genutzt, um in Diez hier durch die Altstadt zu gehen, die recht ansehnlich ist.
dass der Weg hier zuwächst, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Alles gut ausgebaute Wirtschaftswege, teilweise auch geteert. Hier oben hat man den ersten Zwischenstopp gemacht. Auf der Wüstung Scheurenwiese. Mit einer Hütte, wo man auch mal eine Pause einlegen kann. Ich glaube, das war die Wilhelmshütte. Ja, weiter dann Richtung Hirschberg. Hier ist super Aussicht, super Weitsicht. Richtung großem Feldberg, den man auch von hier aus sieht. Der liegt Luftlinie 42 Kilometer entfernt. Und ist der höchste Berg im Taunus. Hier ist er. Dann zum Herthasee. Da gibt es auch ein Restaurant. Muss man allerdings die Öffnungszeiten beachten. Als wir da waren, hatte es zu. Hier drüben wäre noch eine Minigolfanlage mit Getränkeverkauf, ein Eisverkauf. Und in Holzappel ist noch eine Tankstelle. Da wir hier außen rumlaufen mussten, konnten wir gerade zur Tankstelle gehen und haben da was zu trinken gekauft. Ab hier dann über die Straße weiter. Komplett durch Charlottenberg durch. Und hier ging es dann wieder auf den Wirtschaftsweg ab. Das sieht man auch gut im Video an der Drohnenaufnahme. Die ganze Straße, die wir da gegangen sind. Also nur den letzten Teil. Ja, dann kam auch schon nach Obernhof. Ja, das war es eigentlich schon zum Weg. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Gerne auch ein Abo, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.